Hallo, mein Name ist Dr. Elke Reik. Einige haben vielleicht schon mein letztes Video gesehen zum Thema Maskenknappheit in Zeiten der Corona-Pandemie. Dieses habe ich am 29.03. online gestellt. In der Zwischenzeit hat sich die Versorgungslage mit FFP3-Masken, auch mit FFP2-Masken, dramatisch verschlechtert. Dies hat Menschen global dazu bewogen, sehr, sehr kreativ zu werden. So zum Beispiel Ärzte in Belgien, die mit einem großen Sportartikelhersteller gemeinsam einen Adapter entwickelt haben. Diesen Adapter setzt man anstelle des Schnorchels hier oben auf die Maske auf. Dieser Adapter verbindet dann die Maske mit einem handelsüblichen Viren- und Bakterienfilter, wie er zum Beispiel in der Anästhesie verwendet wird. Diese Idee ist einfach und einfach genial. Leider wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir solche Schnorchelmasken mit dem passenden Adapter kaufen können. Somit ist mal wieder Kreativität gefragt. In meiner Praxis verwende ich solche Filter bei Lungenfunktionstests. Diese filtern zu 99,9% Viren und Bakterien aus der Raumluft. Fehlt mir nur noch das Verbindungsstück zwischen Filter und Schnorchelmaske. Ich habe nach einer praktikablen, einfachen Lösung gesucht, die man global anwenden kann. Dabei bin ich auf solche Trinkflaschenaufsätze für Babys gestoßen, die man vermutlich weltweit in Drogeriemärkten oder Apotheken kaufen kann. Das obere Ende schneide ich mit einer Schere ab. Ich habe das schon einmal vorbereitet. So sieht so ein Trinkflaschenaufsatz dann aus. In die schmale Öffnung des Trinkflaschenaufsatzes steckt man das schmale Ende des Bakterien-Viren-Filters. Das breite Ende kann man nun einfacher über den Schnorchelansatz der Maske drüber stülpen. Diese Lösung ist perfekt. Fast perfekt, denn nicht alle Trinkflaschenaufsätze werden komplett luftdicht mit der Maske abschließen. Dafür kann man aber Klebeband verwenden und den Trinkflaschenaufsatz damit nochmal fest an der Maske fixieren. Nicht zu vergessen, manche Trinkflaschenaufsätze haben ein kleines Ventil, welches auch mit Klebeband verschlossen werden sollte. Das ist die Luxusvariante der Maske. Wenn keine Viren- und Bakterienfilter zur Verfügung stehen, kann man auch eine andere, einfachere Variante wählen. Dazu nimmt man ein Stück einer Maske. Ich verwende hier eine 2 Wochen getragene und defekte Maske und schneidet ein Stück dieser Maske ab. Dieses Stück oder ein anderes kann man nun fest auf dem Schnorchelansatz befestigen. Beide Lösungen sind natürlich nicht zertifiziert, können aber ab sofort Leben retten.